Schon als Kind wollte sie die Welt entdecken. Zunächst träumte Ellie Beinhorn aber nicht von einer Karriere als Pilotin. Stattdessen standen Tierfängerin oder Expeditionsschwimmerin ganz oben auf ihrer Wunschliste. Erst ein Vortrag über die Überquerung des Nordatlantiks von Flieger Hermann Köhl sollte ihr Leben verändern. Ja, daraufhin bewarb sie sich dann bei dem Aero-Club in Hannover. Aber dort wurde sie einfach abgewiesen, weil der dortige Präsident einfach sagte, Frauen in der Luftfahrt haben bei uns keine Chance. Also machen Sie was anderes. Sie blieb aber eisern. Sie war, wie gesagt, emanzipiert, musste man zu diesem Zeitpunkt schon sagen. Sie bewarb sich daraufhin in Berlin bei dem dortigen Fliegerclub und dort wurde sie angenommen. Nach der teuren Ausbildung musste Beinhorn zunächst Geld verdienen. Sie erledigte Kurierflüge und beteiligte sich an Kunstflugschauen. 1931, 2 Jahre nach ihrer Ausbildung, plante sie schließlich ihren ersten Langstreckenflug. In einem offenen Zweisitzer beflog sie Afrika. Motiviert von dieser Erfahrung brach Ellie Beinhorn im Jahr darauf als erste Frau zu einer Weltumrundung auf. Fortan genoss sie große Bekanntheit in Deutschland. Das Besondere, würde ich sagen, das war ihr Durchsetzungsvermögen, das Kämpferische, dass sie in jedes Ding versuchte, und auch das Unternehmerische. Das heißt, sie ließ nicht locker, sie war einfach eingebrochen in die Männerdomäne. Für Frauen war es damals nicht unbedingt leicht in der Luftfahrt. Das zeigte ihre zweite Afrika-Reise. Bei einem Zwischenstopp im Sudan wurde sie festgehalten, da Frauen dort nur in Begleitung eines Mannes fliegen durften. Es gab sehr wenige Frauen und man musste sich hier wirklich durchsetzen, man musste etwas zeigen, um letzten Endes auch hier bestehen zu können. Umso bemerkenswerter ist ihr Ritt über die Kontinente. 1935 stellte sie nämlich erneut einen Rekord auf. In 13,5 Stunden über 3.500 Kilometern von Gleiwitz nach Istanbul und wieder zurück. Das war schon etwas Besonderes. Und aufgrund dessen, dass sie so schnell war mit diesem Flugzeug, bekam dieses Flugzeug, die Messerschmitt Bf 108, den Namen Typhoon. Und dieser Name stammt von Ellie Beinhorn. 1935 lernte Ellie Beinhorn auch ihren Ehemann, den Rennfahrer Bernd Rosemeyer, kennen. Obwohl ihr Ehemann Mitglied der SS war, übernahm sie während des Zweiten Weltkriegs keinerlei militärische Aufgaben. Nach 1945 verdiente sie ihr Geld mit Vorträgen und einer Anstellung als Journalistin. Ihre Leidenschaft konnte sie aber nie ganz aufgeben. Sie blieb beim Fliegen und nachhinein flog sie das eine oder andere Mal noch in Deutschland, aber nur eben als Hobbypilotin. Und bis zur Abgabe ihres Flugscheins hatte sie etwa 5000 Flugstunden drauf, im Alleinflug. Die Flugpionierin hat in ihrer 50-jährigen Karriere nicht nur die Welt bereist, sondern auch vielen jungen Frauen den Weg in die Luftfahrt geebnet. Ihr erlebnisreiches Leben hat bis heute Spuren hinterlassen. Ellie Beinhorn verstarb 2007 im Alter von 100 Jahren.